Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Advance Wars 2 mit mir. Ich bin Puck und wir sind dabei, Blue Moon fertig zu machen. Das hier ist, wie die Fahne schon andeutet, die finale Mission. Das hier müsste, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit Kit eine Mission sein, wo man sich durch so eine Waldgegend nach Norden arbeitet, wo der Gegner quasi sich im Fog of War überall versteckt. Das ist sau nervig. Und das hier dürfte der Two-Week-Test sein, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit Colin. Ich kann mich jetzt auch täuschen, was ist, aber das sind noch die zwei Missionen, die offen sein müssten. Beide Missionen mag ich nicht, deswegen inne, mene, mu und raus bist du. Ich könnte jetzt weitermachen mit raus bist du noch lange nicht, aber wenn der raus ist, ist der hier die Mission, die wir spielen. Nein! Ich habe mich doch getäuscht. Das hier ist die Geschütze, die mit den... wo man nicht nach Norden hocharbeiten muss. Verdammt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es die Colin-Mission ist. Einfach weil Colin so viel leichter ist. Also Kopf ausschalten mäßig. Na gut. Dann habe ich mein Lieblings-CO, die mitnervigste Mission. Ja. Wie ihr schon seht, die gute Lash kennt uns. Und hier hat der Gegner nicht nur Normaleinheiten überall im Wald stehen, sondern er hat auch die schwarzen Geschütze hier. Ich zeige euch gleich mal deren Schussradius. Ihr werdet einen Heulkrampf kriegen, fast so wie ich. Gut, wichtig ist, man muss nur das HQ erreichen anscheinend. Man muss also nichts besetzen, was ich cool finde. Das Dumme ist nur, sich hier durchmogeln ist irgendwie leichter gesagt als getan. Nur um euch mal zu zeigen, hier den Schussradius, das ist einfach nur ekelhaft. Und wir sehen können, kann der Reintritt schon in unsere Reihen reinschießen, wenn wir uns jetzt nicht verstecken. So. Als erstes muss man erstmal hier seine Sichteinheiten wegmachen. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist, dass ich muss zugeben, Blue Moon hat extrem ambivalente COs. Und ich muss auch zugeben, oftmals kann ich sie nicht leiden. Colin ist wohl mit der stärkste CO richtig eingesetzt. Kit kann auch auf gewissen Karten richtig gut sein und naja. Olaf mag ich einfach mehr oder weniger, weil er einfach Standard ist. Normal teure Sachen, er ist nicht stärker, nicht schwächer. Naja. Hauptsache, man bewegt sich hier irgendwie im Wald und gut ist die Geschichte. Hat mir jetzt nicht gefallen, dass ich das machen musste, aber das Wichtige ist, dass man die Freunde der Sonne hier immer mitzieht. Also immer so weit nach vorne wie möglich. Und ob der jetzt mit seiner Zweieinheit hier ein bisschen Harakiri spielen will, soll er doch. Groß was anrichten kann er damit nicht. Und vielleicht, jawohl, sogar auf 1 runter, perfekt. Das heißt, er wird die wahrscheinlich sogar eher zurückziehen, wenn er auch nur 5 Kubikmillimeter Verstand im Kopf hat. Und jetzt fängt schon an. Okay, bis zur Reihe der Flak. So, mit O.
Wie gesagt, das hier ist echt einfach nur lästig. Stimmt, das hatte ich ganz übersehen. Er kann ja auch schießen damit. Aber auch das ist jetzt alles nur halb so wild. Nicht mal auf 4 kriegt er ihn runter. Und das ist nicht schön, wenn man hier sieht, wo der Gegner ist. Und das Schlimmste ist, Lash als Gegner hier ist auch noch extrem gut aufgehoben, wenn sie mit ihrer Optimaltaktik kommt. So. Ziehen wir doch mal weiter, Johnny Ho. Wie viel Schaden kann ich damit machen? 39, das heißt, vernichten ist nicht drin. Dafür reicht es auch nicht. Gut. So weit, so ungut. Ich hoffe, es reicht. Sehr schön. Panzer kann man also doch mit MGs zerschießen. Warum ich eigentlich der Meinung bin, dass es so extrem wichtig ist, gerade die Artillerie mitzuziehen, werde ich dann noch sehen später, weil sie ist halt halbwegs mobil und die Raketenwerfer werden früher oder später zurückfallen. Ja, die Reihenfolge war falsch, der da rein. Aber das Dumme an der ganzen Geschichte ist, hier kann ich nicht mit meiner Lieblingstaktik kommen, nämlich mit Max Maximal quasi, wo ich einfach nur Charge abmache, sondern hier muss man dann auch noch mitdenken, das gefällt mir nicht. Dass er dann auch noch den richtigen Punkt findet. Na, jetzt nützt Nutzer die schwarzen Geschütze nur am Anfang eines Zuges. Aber das kotzt mich immer an. Wenn der Gegner hat sich dann automatisch mit ein bisschen Glück richtig. So. Damit schießen wir doch mal den Gegner in den Orbit. Dann als nächstes. Das ist doch alles Hühnerkacke. Muss man nur gucken, wie sich die überkreuzen hier. Das heißt, hier habe ich freie Hand für den. Und auch hier habe ich freie Hand für den. Das ist doch mal sehr schön. Das heißt, rein theoretisch kann er hier nicht hinschießen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Dann mal weiter, Johnny Ho. Ist wie gesagt alles eigentlich nur nerviges Voranklicken. Ich weiß, das klingt gemein, aber es ist so. Aber so wie ich mein Glück kenne, wird er schon wieder so ziehen, dass er gleich mit dem
Mac meine Jagdpanzer zerlegen kann. Übrigens, man kann natürlich auch die kleinen schwarzen Geschütze zerstören, aber wofür, sage ich, frage ich euch, wofür? Klar, natürlich. Unbedingt. Ohne Witz, das ist alles doch nur Hühnerkacke. Das heißt, mal kurz gucken. Links, hoch, links geht. Links, hoch, links geht. Passt. So. Ja, man muss ja andauernd gucken, abschätzen. Das ist einfach nur eine durchweg lästige Mission. Und das Dumme ist, die Raketenwerfer kann man meistens nicht passend hinterher ziehen. Aber egal. Die angeschlagenen Einheiten muss man nur irgendwie nach da oben bringen. Den kleinen Panzer hat es erwischt, der hat gelitten. Nummer 1, jetzt kommt wahrscheinlich noch der Rocket Launch, Artillerie und dann... Naja. Ende aus. Das Schlimme ist bei dieser Mission, die kann man auch nicht vorhersehen, finde ich persönlich. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt, also nicht jetzt dieses Mal, sondern allgemein insgesamt. Und muss einfach mal sagen, dass man hier keine, wie soll ich ausdrücken, Gesetzmäßigkeiten raussehen kann. Gesetzmäßigkeiten, also wie sich die Gegner bewegen. Sowieso random, aber hier ist es extrem random. Argel! Ich wollte den einfach einmal umfassen. Ich wollte mir die Gabe eigentlich aufheben, aber ich brauche sie jetzt schon, damit ich da vorne ein bisschen... ...wischen kann. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn man dieses Pack hier weg hat, hat man eigentlich auch... Ich will nicht sagen gewonnen, das wäre übertrieben, aber... Allzu viel hat der Gegner da noch nicht mehr entgegenzusetzen. Gut, da der Gegner ja nur einmal schießen kann. Und los geht's, Jungs. Hi ho, Johnny. Mit seinem blauen Geschütz, sag ich schon, mit dem schwarzen Geschütz. Das heißt, man muss dann einfach auch mal früher oder später die Konfrontation suchen, aber ich muss zugeben, ich hätte auch die Hoffnung, dass ich jetzt mit dem Panzer den hier angreifen könnte. Dann wäre das Ganze deutlichst leichter gewesen. Wohin schießt der? Oh, sehr schön. So, stumpf hinterherziehen, weil der Gegner kann ja nur einmal mit dem schwarzen Geschütz schießen. Zumindest soweit ich weiß.
Wie war das doch, wenn man hier drin ist, links, hoch, links? Das heißt, da kann ich ihn hinstellen, rein theoretisch. Ich will noch mal nachgucken, ich traue meinem eigenen Ding nicht. Geht direkt unter dem Panzer, ist okay. Bei der Reichweite jetzt muss man natürlich auch immer noch die in einen Punkt von der Gabe runterrechnen. Ja, ich glaube, der kann angegriffen werden, die Ari, aber die ist so weit hinten, da dürfte nichts passieren, die kann ich dann noch auf eine heile Stadt stellen. Wie ich es vorhergesehen habe, ein Kampfpanzer, einmal die Ari. Das heißt, jetzt muss der große Schlag kommen. Das Einzige, was man machen kann, ist mit der Artillerie einmal zuschlagen. Und dafür hat er sich ein schwaches Ziel ausgesucht, das ist doch gut. Jetzt mit dem Panzer oder so aufwischen, ja. Aber nächste Runde dürfte ich da durchbrechen können, hoffe ich. Das heißt jetzt, eine Einheit verloren, glaube ich. Erst oder was die zweite schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Einzige, was ich weiß, dass der Gegner nicht aufgeschmissen sein dürfte jetzt, aber aufgefordert wurde zur Aktion. Mit allem, was er hat. Und diesmal habe ich aufgepasst, der hat da nämlich irgendwas reingestellt in diesen Wald. So. Nehmen wir dir doch mal die Artillerie, die einem vulgären Gemetzel Würde verleiht. Der Kampfpanzer, ich hab's doch gewusst. So. Man mag es mir nicht übel nehmen. Ich versuche ja trotzdem die gute Punktzahl zu sagen, aber hier bin ich jetzt wirklich relativ stumpf, einfach nur beim nach vorne Muskeln spielen lassen. Also extrem stumpf. So, du musst in den Wald, damit du gleich den Kampfpanzer angreifen kannst. Da dürfte er mich nicht sehen. Ganze ein bisschen verschleiern, wo man ist. Sein schwarzes Geschütz dürfte einmal feuern können. Nein, zweimal. Ich habe den auch falsch hingestellt. Ich habe doch gesagt, ich hasse diese Mission. Einmal, yay. Der Kampfpanzer dürfte aber jetzt wirklich die letzte Überraschung sein. Hat ihn aber auch alles gekostet, gefühlt, was er hatte. Jetzt habe ich auch meine ganze Ari im Range. Das heißt, ich dürfte ihn jetzt nicht zerlegen, aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch mehr verliere. Also nach diesem Zug. Meine Technikwertung dürfte jetzt schon für Hi Guys, was war das? Das war bitterer, als ich gerechnet hatte.
Glaubt mir, jetzt gerade ist keine Lust noch, eine verdammt nette Umschreibung. Für das, was ich jetzt gerade denke. Aber wenigstens kann ich dann jetzt seine Front, wenn man so will, hier nicht endgültig, aber doch schon sehr gut auflösen. Auf dass der Himmel über diesen kleinen Mistkrälen zusammenbricht. Ich kann sie nicht leiden. Weg mit euch. Ist mir jetzt auch egal, ob die vernichtet werden. Jetzt boxe ich mich hier durch mit allem, was ich habe. So, der war mir gefährlicher gefühlt. So. Mal kurz gucken, ja, kann ich mich hinstellen? Ich bin angepisst, wie ich es normalerweise sehr selten bin. Na, schlimm ist, jetzt kommt ihre Optimaltaktik. Ich werde das gewinnen, aber ich werde dabei abkotzen und eine Scheißwertung haben. Und das Schlimme ist, ich kann es eigentlich besser. Ja, ich weiß, ich kann es besser. Der hat sich natürlich so hingestellt, dass ich ihn mit dem Raketenwerfer noch nicht mal angreifen kann. Klasse. Normalerweise sollte man von der Taktik her vor dem Gegner sein, aber ich bin hier gerade nur getrieben. Komplett besiegen könnte ich sie nicht, also lasse ich's. Das war eigentlich dumm, der wird sowieso geheilt. Hätte ich mal lieber einen anderen angegriffen. Ja, mein Kopf ist gerade schon gefühlt aus. Sind wir doch auf einem ganz guten Weg. Jetzt wird er wahrscheinlich noch den einen normalen Panzer da besiegen. Und mir fällt gerade ein, ich habe nichts, womit ich ihn dann kontern könnte. Okay, das ist meine worst Performance ever. Ever, ever. Ich weiß jetzt nicht, muss ich das Ding nur erreichen? Ich probiere es mal. Ja, ich habe es geschafft. Hauptsache, es hat ein Ende. Nehmt es mir nicht übel, ich hätte noch mehr angreifen können und alles, aber
Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ein Glück, dass das ein Ende hat. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht wissen. Erschreckend gut noch, dafür, dass ich so grottig gespielt habe. Es war echt unterirdisch. Ja, er hasst solche Missionen. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Ja. Ich bin gerade gedanklich fertig mit der Welt. Das war echt. Dass ich für so eine schlechte Leistung noch 270 Punkte bekommen habe. Anyway. So, Freunde des gepflegten Milkshakes. Nächstes Mal kommt dann der Two-Weeks-Test. Und nächsten Freitag, also nach die Woche, kommt dann die finale Mission von Blue Moon. Das soll es aber auch fürs erste Mal gewesen sein. Denn ich bin gerade noch fertig mit der Welt. Ich hasse diese Mission. Ich kann sie deutlich besser und das ist das, was mich am meisten ärgert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erholt euch schön. Bis dann. Tschüss.